Wenn du wissen möchtest, was ich aus meiner März-Abo-Box von Choose Yourself gezaubert habe, dann bleib jetzt dran. Herzlich willkommen in meiner Kreativmanufaktur. Ich bin's wieder, eure Sonja. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute geht's wieder um die Abo-Box. Oh, ich freue mich immer so, wenn die kommt. Und ja, sie ist wieder besonders schön. Es sind wieder so tolle Dinge mit dabei. Und guckt euch einfach selber an. Ich habe wieder einen kleinen Unboxing-Anteil mit dabei. Also viel Spaß beim Anschauen und wir sehen uns gleich wieder. So, mein Paket ist hier. Und ich bin super gespannt. Ah, da ist wieder das coole Hackelharz drin. Und was ist das? Aha. Ah, das ist bestimmt dieser Schlüsselanhänger. Genau, schaut mal. Für solche Wagenlöser. Ja, voll toll. Ah, cool. Schaut mal. Ach, so eine habe ich noch nicht. Ich habe immer die länglichen, wo man dann wieder rausziehen kann. Also die kann man ja auch rausziehen, aber ihr wisst, was ich meine. Die länglichen, die steckt man rein, zieht den Wagen raus und zieht dann direkt den Wagenlöser raus und die ja nicht. Oh, voll cool. Gleich eine Dreierform. Und dann... Ah, das SH20. Ja, mega cool. Das kennt ihr ja schon, mit dem arbeite ich ja auch. Ah, super. Ah, perfekt, UV-Harz. Ah, das ist das dünnflüssige. Das kann man immer brauchen. Und dann, was ist denn hier noch? Oh, Leute, schaut euch mal das an. Das sind so Folien mit dabei, ja, dieses Mal. Oha, aber das sind ja mehrere. Mega. Ey, das ist immer so krass, was da alles rauskommt. Oh, ich freue mich. Juhu, können wir gleich starten. So, was braucht ihr alles für die heutige Box? Eure Box natürlich. Dann noch Nitrilhandschuhe. Eure Atemschutzmaske. Und eine Silikonmatte zur Unterlage. So, ich habe mir von der Folie gleich was ausgeschnitten und ich mache das Ganze heute mal mit UV-Harz. So, das UV-Harz ist das von Pixie Crafting. Dann gebe ich jetzt einfach mal eine kleine dünne Schicht damit rein. Und so. Verteile das so ein bisschen. Dass es einfach eine komplette, ja, Schicht eben gibt. So. Ich habe das ein bisschen zusammengeschnitten, das hat ein bisschen gedauert. Dann habe ich quasi hier eine Muschel ausgeschnitten aus den Folien und lege die jetzt mit der glänzenden Seite nach unten, weil das ist ja die Seite, die wir nachher sehen, und lasse das quasi so ein bisschen reingleiten. Dann sind da auch keine Bläschen drunter. Wichtig ist, dass ihr da nicht mit euren Fingern drauf tappt auf die Folie, weil dieser Fettfilm und die Abdrücke, die sieht man nachher. Dann lasse ich das Ganze härten und in diesem Härtungsprozess entsteht eine Wärme und dann schmilzt die Folie, sodass man nur noch das Bild sieht. Ja, also das ist ein ganz cooler Effekt. Jetzt habe ich gedacht, ich versuche das mal mit verschiedenen Möglichkeiten. Einmal mische ich hier UV-Harz mit ein bisschen Farbe an. Ich dachte Muschel und das schöne Blau. Und zwar die Farben von Choose Yourself, die könnt ihr auch mit dem UV-Harz mischen und die härten da auch aus. Also das machen nur ganz wenige Farben. Ja. Jetzt mache ich das da drauf, quasi als zweite Schicht und verteile das jetzt wieder ein bisschen. Und ihr seht, das sieht richtig schön blau aus. Das ist so ein, ja, Metallic-Effekt. So, und zack, wieder rein und härten lassen. Und dann ist das erste auch schon fertig. So, genau. Jetzt
kann man das rausnehmen. Das ist noch leicht warm. Das macht nichts. So, und so sieht es jetzt aus. Schaut mal. Ich habe euch das auch gleich nochmal abfotografiert. Also ganz easy. Ich zeige euch das nochmal. Ich mache 3 Stück. Auch hier wieder eine erste Schicht rein für den Aufkleber. Das seht ihr an der Seite. Also das Ausschneiden habe ich jetzt nicht gefilmt. Ich meine, jeder weiß ja, wie man was ausschneidet. Da habe ich mir jetzt was anderes ausgeschnitten. Mach wieder die erste Schicht rein. Mit der Folie dann. Und habe mich dann für eine dunklere Farbe entschieden. Und das ist nämlich das Besondere. Dunkle Farben härten nur sehr, sehr schwer aus. Und ja, das funktioniert aber bei denen. So, jetzt lege ich das Ganze wieder da rein. So, nehme wieder mein Silikonwerkzeug. Platziere das. Und ab unters Licht. Dann schüttle ich die Farbe. So, das ist schon mal soweit ausgehärtet. Jetzt mache ich hier klares rein, also klares UV-Harz, und tröpfel dann quasi nur die Farbe da dazu rein. So. Die haben Sicherheitsverschluss. Das habe ich euch gerade rausgenommen, weil ich habe das jetzt einfach aufmachen müssen, erstmal gescheit. Und jetzt verteile ich das quasi da drinne. Guckt mal, wie dunkel das ist. Das ist so ein dunkles Lila. So, genau. Nicht so schnell rühren, es gibt Blasen rein. Deswegen eher entspannter rühren. Ist auch was fürs Auge, weil wenn die Farbe sich so verteilt, das sieht einfach toll aus. So. Und auch das härtet im UV-Licht aus. Das ist wirklich krass, aber es ist so. Genau, da habt ihr halt den Vorteil, da bleibt euch nichts im Becher übrig und so, sondern ihr habt dann genau die Menge, die ihr auch wirklich braucht. Und zack, wieder ins Licht. So. Und die nächste ist fertig. Und jetzt machen wir noch eine dritte. Und da habe ich mir die Schmetterlinge ausgeschnitten. Die finde ich auch so süß. Und habe mir da noch ein anderes Blau mit dazu genommen. Weil so nach Motto Schmetterlinge, Himmel, Blau. Jetzt mache ich die Schmetterlinge rein. Die sind ein bisschen groß. Die habe ich ein bisschen reingequetscht, wenn ich ehrlich bin. Aber es ging dann ganz gut. Aber ihr seht, das Silikonwerkzeug ist natürlich Gold wert. Gell? Ich nutze das wirklich bei jedem Guss. Also es gibt, glaubt, nichts, was ich nicht ohne das mache. Zack, wieder runter. Erste Schicht ist gehärtet. Und jetzt mache ich es genau gleich nochmal. Also ihr seht, ich habe jetzt auch ein anderes Blau noch dazu geholt. Das habe ich schon geschüttelt und aufgemacht. Und mache das jetzt genau gleich, weil das hat am besten funktioniert. Ihr wisst, ich bin Schwabe. Wenn man da dann quasi der Rest im Becher drin lassen muss, weil man es irgendwie nicht rauskriegt richtig. Ah, deswegen ist es so einfacher. Und so kann man es auch mischen und nochmal schön verteilen. Eventuelle Luftbläse nochmal raus. Hier mache ich nochmal ein Tröpfelchen mit dazu rein. Weil ich finde, es darf ein bisschen intensiver sein. Alles ordentlich verteilen und das Licht wieder runter. Also ihr seht, es ist eine ganz einfache und eine wirklich wundervolle Arbeit. Und diese Folien, die da mit dabei waren, die sind so schön. Und guck mal, wie viel ich davon noch habe. Also ja, super schön. Und es sind halt auch mal so süße kleine Geschenke, gell? Also hier habe ich es euch nochmal abfotografiert. Die Schmetterlinge, dann die Muschel,
Und natürlich der, mit dem Halter dazu, der Pfeil. Ja, was sagt ihr dazu? Oh, diese Folien, boah, die sind so mega. Also, da werde ich noch ganz viele tolle Sachen mitmachen können. Und ihr seht ja auch, wie viel da drin ist. Also, ich finde die Abo-Box, die lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, ich kann es immer kaum abwarten, bis die nächste kommt. Und ja, ich bin gespannt, was, was im April alles noch drin ist. Wir werden sehen. Also, lasst ein Abo da. Ich freue mich auf nächste Woche Samstag, wenn wir uns wiedersehen mit einem neuen Thema. Und ja, bis dann, meine Lieben.